Hollywood-Schauspieler Matthew McConaughey hat im Weißen Haus eine eindringliche Rede über die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Waffengesetzgebung gehalten. McConaughey, der in Uvalde, dem Schauplatz der Schießerei an einer Schule geboren wurde, machte seiner Frustration über die Untätigkeit der Politik Luft. Das sollte ein überparteiliches Thema sein, kein parteipolitisches. Da ist nichts Demokratisches oder Republikanisches in den Taten dieser Schützen, da ist nichts. Die Verantwortlichen aber haben es versäumt zu handeln. Wir bitten Sie also, ich bitte Sie, fragen Sie sich bitte selbst, können beide Seiten über sich hinauswachsen? Können beide Seiten über die politische Instrumentalisierung hinausblicken und zugeben, dass wir ein Problem mit dem Schutz von Leben haben? Wir müssen in die psychische Gesundheitsversorgung investieren. Wir brauchen sicherere Schulen. Wir müssen die sensationslüsterne Medienberichterstattung eindämmen. Wir müssen unsere Familienwerte wiederherstellen. Wir müssen unsere amerikanischen Werte wiederherstellen. Und wir brauchen einen Waffenbesitz, der verantwortungsvoll ist. 19 Kinder und zwei Lehrerinnen starben, als ein 18-jähriger Schütze mit einem halbautomatischen Gewehr in Uvalde in Texas das Feuer eröffnete. Es war eine der schlimmsten Schießereien an amerikanischen Schulen in einem Land, in dem der freie Waffenbesitz in der Verfassung verankert ist.